Es ist Sonntag, es ist Wochenrückblickszeit und damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit einer sensationellen Nachricht zu beginnen. Christoph Kolumbus hat nicht Amerika entdeckt. Gut, das ist nichts Neues, aber viele wissen es nicht. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Video hier, das ich am Mittwoch hochgeladen habe. Es geht da um amerikanische Geschichte, mal wieder ein Geschichtsvideo von mir. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt da mal rein. Diese Woche war natürlich wieder einiges los. Zum Beispiel haben die Grünen entschieden, dass sie sich erstmal nicht weiter mit der CDU-CSU treffen wollen und dass es wohl keine schwarz-grüne Regierung geben wird in Deutschland, in Hessen vielleicht schon. Und es läuft alles auf eine große Koalition raus in Deutschland, denn die SPD und die CDU haben sich dann wiederum getroffen, und die CDU-CSU, muss man ja immer dazu sagen, haben sich diese Woche getroffen. Und heute entscheidet die SPD auf einem kleinen Parteitag, ob es denn zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU kommen soll. Und damit steht uns eine große Koalition ins Haus. Mehr dazu dann vermutlich im Wochenrückblick in der nächsten Woche, denn dann gibt es weitere Fakten. Ihr wundert euch hoffentlich nicht darüber, warum das Licht hier immer so komisch ist und warum ich überhaupt woanders sitze. Ja, ich bin immer noch viel unterwegs und die Sonne scheint gerade von dieser Seite, aber ich vermute, da es vorhin geregnet hat, wird die Sonne auch gleich wieder verschwinden. Über Wetter wollen wir jetzt aber nicht reden, sondern über das, was sonst diese Woche Wichtiges los war. Und da sprechen wir gleich über die USA und eine Weltwirtschaftskrise, die vielleicht gerade nochmal abgewendet wurde. Wir sind gerade noch so von der Klippe nicht gesprungen, das wäre schlimm, sondern einen Schritt zurückgegangen, beziehungsweise die USA haben das gemacht. Warum, erfahrt ihr hier. Außerdem geht es um eine große Spende an eine wiederum große Partei in Deutschland, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Mehr hier. Ich hoffe, ich zeige übrigens hier nicht irgendwo ins Leere, weil ich kann das irgendwie gerade nicht genau absehen, wo ich hin zeige. Naja, egal. Und ein Win, ein Fail und zum Schluss eine Frage an euch, die mich sehr interessiert und wo ich vor allem ein bisschen Input von euch brauche. Input, wie man ja auch Neudeutsch sagt. Jetzt schauen wir aber erstmal in die USA und da sind wir bei einem großen Streit, nämlich einem Streit um den Staatshaushalt. Ich habe ja vor einigen Wochen schon was drüber gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist ja so, dass jeder Staat einen Haushalt hat. Das hat nichts mit Putzen zu tun und Kochen, sondern das hat damit zu tun, dass das Land festlegt, wie viel es im jeweils nächsten Jahr oder in den nächsten beiden Jahren, in einem bestimmten Zeitraum, ausgibt und wie viel es einnimmt und wofür das Geld dann ausgegeben wird. So ganz grob gesagt. Auch in den USA ist das der Fall. Immer am 1. Oktober soll der neue Haushalt verabschiedet werden. Verabschiedet heißt einfach, dass er vereinbart wird, dieser Haushalt. Nur dieses Jahr gab es da ein großes Problem. Denn die beiden großen Parteien in den USA, die Republikaner und die Demokraten, die sind sich nicht einig geworden. Die haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt und deswegen ist der neue Haushalt eben nicht verabschiedet worden. Hintergrund ist, dass es bei den Republikanern einige radikale Leute gibt, das ist die sogenannte Tea Party-Bewegung, die sagen, wir sind total gegen diese Gesundheitsreform, die Barack Obama da vor einiger Zeit initiiert hat, und die wollen wir wieder rückgängig machen und wir stimmen nur dann diesem neuen Haushalt zu, wenn es diese Gesundheitsreform nicht mehr gibt. Damit sind sie relativ isoliert in ihrer Partei, aber trotzdem haben sie eine gewisse Macht und deswegen konnte die Republikanische Partei eben dem Haushalt erstmal nicht zustimmen. Das hat zu einem sogenannten Government Shutdown geführt. Das heißt, dass die USA öffentliche Einrichtungen wie Museen oder Nationalparks schließen mussten, weil sie die Mitarbeiter dort nicht mehr bezahlen konnten. Es drohte aber noch mehr Ungemach, denn diese Woche musste man sich endgültig einigen, ansonsten wären die USA zahlungsunfähig geworden. Was Zahlungsunfähigkeit bedeutet, das weiß jeder, der schon mal im Minus mit seinem Konto war. Man ist einfach pleite. Man kann kein Geld mehr ausgeben, man kann seine Rechnung nicht bezahlen. Und das ist bei einem Land natürlich ein großes Problem, denn man muss ja Polizei bezahlen, man muss Militär bezahlen, andere Dinge bezahlen. Und das hätte, ich rede im Konjunktiv, ihr merkt schon, es deutet sich eine Lösung an, es hätte zu einer Staatskrise geführt und vermutlich auch zu einer großen Weltwirtschaftskrise. Weil die USA, sagt man, die größte Volkswirtschaft der Welt sind. Es musste eine Lösung her und die kam dann auch. Am Mittwoch um Mitternacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, hat man sich schließlich geeinigt. Die Republikaner und die Demokraten sind zusammengekommen und haben gesagt, okay, wir haben da eine Lösung. Und damit wurde diese Zahlungsunfähigkeit gerade nochmal abgewendet. Man hat gesagt, naja, gut, also wir machen das jetzt so, wir heben die Schuldenobergrenze an. Das heißt also, die USA dürfen wieder neue Schulden machen, haben dadurch wieder Geld, aber nur bis Anfang nächsten Jahres. Und außerdem vertagen wir die Entscheidung über den Haushalt auch bis Anfang nächsten Jahres. Die eine Frist ist der 15. Januar, die andere der 7. Februar. Das heißt, dann werden wir diese Diskussion
komplett nochmal neu haben. Interessant bei dieser ganzen Geschichte ist übrigens, während dieser Abstimmung ist eine Stenografin, glaube ich, ist das richtig ausgesprochen, also eine Dame, die immer protokolliert, was da so gesprochen wird im Parlament, in diesem Fall im Repräsentantenhaus, ist einfach ans Rednerpult gegangen und hat mal ordentlich losgeledert. Sie hat gesagt, ja, Gott schütze dieses Land, Jesus schütze dieses Land. Die Freimaurer haben die Verfassung der USA geschrieben. Gott ist nicht in dieser Verfassung drin. Und dann wollte sie noch mehr sagen, wurde aber vom Rednerpult weggezogen. Das hat für große Unterhaltung gesorgt in den USA. Und einige Leute, die sowieso finden, dass die Freimaurer oder die Illuminaten oder so an der Verfassung der USA mitgewirkt haben, sagen, jawohl, endlich hat mal jemand die Wahrheit gesagt. Also eine kleine unterhaltsame Anekdote zu dieser ansonsten recht trockenen Abstimmung im Repräsentantenhaus im amerikanischen Kongress. Also erstmal keine Weltwirtschaftskrise. Eine Krise gab es dafür, zumindest eine kleine, bei der CDU in dieser Woche, denn es wurde bekannt, dass die Familie Quandt, das ist eine der reichsten Unternehmerfamilien in Deutschland, dass diese Familie knapp 700.000 Euro an die CDU gespendet hat. Das an sich ist erstmal nichts Verbotenes. Parteispenden sind in Deutschland erlaubt unter bestimmten Rahmenbedingungen und ab einem Betrag von 50.000 Euro müssen sie auch sofort öffentlich gemacht werden auf der Homepage des Bundestages. Das ist also passiert. Das Problem ist nur, dass die Familie Quandt Mitbesitzer bei BMW ist. Und BMW, wiederum ein Autohersteller, hat bestimmte Interessen. Dazu muss man wissen, dass sich die Bundesregierung, der ja die CDU angehört, diese Woche sehr massiv eingesetzt hat dafür, dass die CO2-Abgasnorm in EU-Ländern nicht verändert wird. Die sollte nämlich zum Nachteil der Autobauer verändert werden, also auch zum Nachteil von BMW. Zusammengefasst könnte man sagen, also die CDU hat sich dafür eingesetzt, dass BMW keine Probleme bekommt. Das sagen jetzt viele. Die sagen, die CDU hat sich kaufen lassen. Die haben diese Spende bekommen und haben dafür eben so entschieden, wie es BMW gefällt. Die anderen, die wiederum das nicht ganz unterstützen, sagen, naja, also die Parteispende musste ja irgendwann kommen, wenn diese Leute eben der Partei spenden wollten. Hätten sie das jetzt vor der Bundestagswahl gemacht, hätte man gesagt, sie wollen die Wahl beeinflussen. Hätten sie das irgendwann anders gemacht, dann hätte es vielleicht wieder irgendeinen Vorwurf gegeben. Und dazu kommt auch wiederum, dass die Bundesregierung nicht erst seit dieser Woche, seit es diese Abstimmung gegeben hat, die dann vertagt wurde über die CO2-Abgasnorm, sich dafür einsetzt, dass die Interessen der Autobauer in Deutschland gewahrt werden. Einfach deshalb, weil die Autoindustrie ein Riesenindustriezweig in Deutschland ist. Also da sagen viele, dieser Vorwurf greift zu kurz. Aber trotzdem steht natürlich diese grundsätzliche Frage im Raum, lassen sich die Parteien in Deutschland kaufen? Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Spenden die Parteien in Deutschland so bekommen haben in den letzten Jahren, dann bekommt man manchmal schon den Eindruck, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt zwischen Entscheidungen und Spenden. Ich habe euch da mal was Interessantes verlinkt, eine interessante Grafik von Spiegel Online. Da seht ihr, wer wie viel Spenden bekommen hat. Und das kann man auch direkt mit politischen Entscheidungen verknüpfen, da stehen dann auch die Daten dabei und so, ist wirklich sehr spannend. Es gibt übrigens auch eine Partei im Deutschen Bundestag, die keine Spenden annimmt von Unternehmen und das ist die Linke, die eben sagt, naja, wir wollen uns nicht beeinflusst machen. Man muss aber auch sagen, es gibt ja diesen Spruch, tue Gutes und rede viel davon und so macht das auch die Linke. Also die gehen damit schon von Haus zu Haus und sagen, guck mal, wie toll wir sind, wir nehmen keine Spenden an. Also die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Könnt ihr natürlich auch gerne eure Meinung schreiben, was ihr findet zu dieser Parteispendengeschichte und weitere Infos findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Eure Meinung hätte ich auch sehr gerne zum Fail der Woche, denn zumindest ich finde, dass es ein Fail ist, aber vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Und zwar gab es diese Woche eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die für Aufsehen gesorgt hat. Geklagt hatte dort eine Frau, die Geld wollte von ihrem Ex-Mann. Das ist erstmal nicht spektakulär, aber die Sache an sich ist spektakulär. Folgende Geschichte ist passiert. Es waren einmal eine Frau und ein Mann. Die waren lange miteinander verheiratet, haben auch drei Kinder und dann hat die Frau irgendwann gesagt zum Mann, ich mag dich nicht mehr, ich verlasse dich. Und sie hat ihn verlassen. Die beiden haben aber entschieden, nee, wir lassen uns irgendwie nicht scheiden. Vor allem die Frau wollte das nicht, weil, naja, das kostet ja auch einen gewissen Betrag. Und deswegen haben sie gesagt, naja, wir leben jetzt einfach getrennt. Fertig. 8 Jahre nach dieser Trennung, wie gesagt, sie waren nicht geschieden, gewann aber der Mann plötzlich im Lotto. Und zwar ungefähr 500.000 Euro. Daraufhin ging die Frau zum Mann und sagte, naja, wir sind ja noch verheiratet, ich hätte gerne meine Hälfte des Geldes, die mir zusteht. Daraufhin hat der Mann wiederum gesagt, na, ich lasse mich jetzt scheiden, hat sie scheiden lassen 2 Monate nach diesem Lottogewinn und wollte der Frau nichts abgeben. Der Bundesgerichtshof hat jetzt aber entschieden, doch,
Der Mann muss der Frau Geld abgeben. Und zwar tatsächlich die Hälfte, die ihr zusteht. Denn zum Zeitpunkt des Gewinns waren die beiden noch verheiratet. Das Ganze war kein so persönlicher Gewinn wie jetzt zum Beispiel eine Erbschaft. Da hätte das nicht sein müssen. Und deswegen ist der Mann selbst schuld, weil er sich nicht hat scheiden lassen. Ich persönlich halte das für einen großen Fail, denn die beiden sind seit 8 Jahren nicht mehr zusammen gewesen. Also ist die Frage, wenn die Frau sich schon emotional nicht mehr zu dem Mann hingezogen fühlt, warum sollte sie dann sein Geld bekommen? Ich bin sehr interessiert daran, was ihr davon denkt. Sagt ihr, jawohl, der Frau steht das Geld zu. Warum nicht? Die waren halt noch nicht geschieden. Oder sagt ihr, naja, also vielleicht ganz streng genommen vom Gesetz her, aber moralisch gesehen und so weiter und so fort, hätte die Frau da keine Ansprüche drauf. So sehe ich das zumindest. Das ist also der Fail der Woche. Kommen wir zum Win der Woche und da sind wir bei einer sehr interessanten Studie. Und zwar, wenn diese Studie recht hat, dann hören 80% von euch jetzt nicht mehr zu, wenn ich euch sage, dass ihr in der nächsten Woche irgendwas ganz Schreckliches erleben werdet. Eine unglaublich schreckliche Sache wird euch geschehen und ja, so, und ihr hört jetzt schon nicht mehr zu, denn diese Studie besagt, dass 80% der Weltbevölkerung bei schlechten Nachrichten, vor allem irgendwelchen Zukunftsprognosen, die man selbst nicht so voraussehen kann, abschalten und optimistisch denken. Also laut dieser Studie haben 80% der Menschen eine bestimmte Region im Gehirn, die das Gehirn runterfährt bei schlechten Dingen und automatisch was Positives denken lässt. Interessante Geschichte, ich habe euch diese Studie mal in der Infobox verlinkt, fand ich ziemlich spannend. Man kann natürlich auch viel drüber diskutieren, aber ich würde von mir persönlich auch ehrlich gesagt sagen, wenn ich irgendwie lese, bald droht das totale Desaster, Chaos, Fiasko, dass ich dann im Gehirn erstmal so nachdenke und mir überlege, na so schlimm wird es ja wohl nicht sein, das ist ja totale Übertreibung. Zum Beispiel auch jetzt beim Haushaltsstreit in den USA, wenn da Leute gesprochen haben von der drohenden Weltwirtschaftskrise, habe ich mir immer gedacht, naja, so schlimm wird es ja wohl nicht kommen und das kam dann ja auch nicht so schlimm. Also manchmal täuscht einen das Gehirn da auch nicht. Wie gesagt, mehr dazu in der Infobox. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Bitte, die ich an euch habe. Oh, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich würde sehr gerne in nächster Zeit, wenn es irgendwie klappt, interessante Menschen vorstellen. Menschen, die irgendwie eine Geschichte haben, die man so noch nicht mitbekommen hat. Es kann was Schlimmes sein, kann was Positives sein. Einfach Leute, denen man gerne zuhört und mit denen ich gerne sprechen würde. Wenn ihr Leute kennt, dann sagt mir da gerne Bescheid. Also ich denke zum Beispiel auch an jemanden, der sich mal von Mann zur Frau hat operieren lassen oder andersrum. Man hat ja sonst wenig die Möglichkeit, von solchen Leuten zu erfahren. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch bereit ist, sich selbst bei YouTube zu sehen, dann sagt mir doch Bescheid, gebt mir Hinweise. Wenn ihr selbst eine spannende Person seid, eine spannende Geschichte habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich bin wirklich interessiert dran und dann können wir vielleicht hier demnächst einige Videos sehen. Wenn nicht, dann klappt es halt nicht. Macht's gut, wir sehen uns am Mittwoch mit dem zweiten Teil der amerikanischen Geschichte und bis dahin, ja, schöne Woche. Tschüss.